Kultur on, hieß es diese Tage in Bruck an der Leiter, als sich der Innenhof des Rathauses in eine große Bühne verwandelte. Kultur war wieder auf und nicht ausgesperrt in Bruck an der Leiter. Und so erlebte man die zweite Saison von Kultur on, die am vergangenen Wochenende mit den Writing Notes zu Ende ging. Eine Bilanz? Wir haben einerseits im Innenhof vom Rathaus einige Veranstaltungen gehabt und dann im Harachpark. Die Veranstaltungen im Harachpark kommen extrem gut an. Also da kommen Leute, bleiben stehen und es ist einfach super, weil einfach das Ambiente passt. Also das werden wir auch sicher weiterhin betreiben. Der Innenhof vom Rathaus kommt etwas weniger gut an, aber wir hatten zum Beispiel vor 14 Tagen auch so um die 200 Leute. Also man soll sich nicht beklagen. Es hat ja in den letzten Jahren immer so ein Plus-Festival gegeben in der Wienergasse und das war immer sehr, sehr gut besucht. Und das hoffe ich natürlich heute auch. Ich glaube, Bruck ist eine sehr bluesaffine Stadt. Und ich hoffe auf viele, viele Besucher und Besucherinnen. Die Writing Notes immer ganz, ganz toll von den Bruckern aufgenommen. Es ist eine ganz bekannte Band da bei uns. Sind ja alle da sesshaft und wohnen auch da. Also man kennt sich. Und wir freuen uns immer riesig, wenn die Writing Notes wieder mal aufspielen. Das Publikum hat die Brucker Lokalmatadore jedenfalls nicht im Stich gelassen. Das ist das erste Mal, wo wir live auftreten und das ist natürlich für einen Musiker ganz was Tolles und wir freuen uns wirklich drauf. Herrscht heute besonders viel Aufregung, wenn es der erste Live-Auftritt ist? Naja, es ist der erste Live-Auftritt nach einem Jahr, aber ich glaube, die Aufregung ist nicht so groß und wir haben hier unsere Fanbasis und wir geben unser Bestes und wir haben Spaß an der Musik und ich glaube, das merken auch die Leute und darauf kommt es ja an. Wie wichtig, glauben Sie, ist es denn generell, dass man solchen Künstlern eine Live-Bühne wieder bietet? Ja, das ist vor allem nach dieser Pandemiezeit sehr wichtig. Umso unverständlicher ist es, warum die Leute, die eigentlich in Bruck sehr wohl Blues interessiert sind, das Angebot nicht nutzen. Aber ich nehme an, es liegt an der Jahreszeit und Fußballmatches auch heute. Also es gibt sicher Gründe, viele Gründe, warum man sich dann doch entschließt, zu Hause zu bleiben, was eigentlich schade ist. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, aber auch für die Leute, dass ein bisschen Normalität wieder reinkommt. Man sieht, es rennt alles so langsam an, die Leute sind alle noch ein bisschen besorgt, ganz einfach. Man hört es in den Nachrichten, man lässt. Darum ist, glaube ich, solche Events sind sehr, sehr wichtig. Das letzte Jahr haben wir das Projekt begonnen. Da war es schon sehr, sehr wichtig, damit wir regionale Künstler und Künstlerinnen eine Bühne bietet. Und heuer genauso. Ja. Ich meine, viele Veranstalter und Veranstalterinnen, die wehren sich noch dagegen, irgendetwas zu veranstalten. Und somit bin ich sehr, sehr froh, dass Thomas Mayer den Schritt gewagt hat und eine Veranstaltungsreihe in Bruck organisiert hat. Es ist eine tolle Sache, sehr schön, alles sehr, die Bühne ist super. Das Einzige, was leider ein bisschen ein Manko ist, dass noch immer meiner Meinung nach zu wenig besucht ist. Also ich schätze, durch Corona ist das meiste. Wir hören das immer wieder von Bands und diversen, auch von der Brucker Blasmusik, die gerne spielen wollen. Und wir versuchen auch am 22. September mit der Brucker Blasmusik auch hier im Rathaus Innenhof ein Konzert zu geben. Und die freuen sich alle darauf riesig, dass sie spielen dürfen. Vor dem Herbst also noch ein wenig Kultur tanken ist also angesagt, denn... Aus meiner Sicht wäre es extrem toll und wichtig und gut, weil einfach die Zahlen sind nicht gut. Mal schauen, wie es dann in der Zukunft ausschauen wird und was alles noch kommt. Also ich denke, man sollte einfach noch den letzten Abend und die letzten Abende genießen. So.